Ja, hallo miteinander, willkommen zu diesem Meeting. Danke, dass ihr euch eingewählt habt. Heute geht es um das Thema Geld und wie ihr potenziell ein passives Einkommen aufbauen könnt. Und wir sprechen über ein Unternehmen namens Endotech, das uns dabei helfen kann. Es gibt ja Finanzinstrumente, bestimmte Finanzinstrumente, die nur akkreditierten oder beziehungsweise institutionellen Investoren vorbehalten sind. Ja, man fragt sich ja immer, wieso werden die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer? Naja, die Antwort ist, wenn man schon Geld hat, wenn man ein bestimmtes Vermögen hat, dann bekommt man auch Zugang zu professionellen Finanzinstrumenten, die einem dabei helfen, dieses Vermögen zu vermehren. Ja, wir haben zwar auch, also wir als Otto Normalverbraucher als Privatanleger haben zwar auch Zugang zu Aktien, Kryptowährungen, Fremdwährungen, aber wir wissen oft nicht, wie wir damit umgehen. Ja? Wir können es kaufen, wir kennen aber nicht den Zeitpunkt, wann wir verkaufen sollten, beziehungsweise wissen auch nicht, wann wir kaufen sollten. Dieses Wissen haben wir oftmals nicht. Dieses Wissen haben aber bestimmte Institutionen, die professionelle Finanzinstrumente zur Verfügung stellen. Ja? Und die würden diese Finanzinstrumente nur akkreditierten Investoren zur Verfügung stellen. Was sind akkreditierte Investoren? Das sind Menschen, die über 1 Million Dollar Vermögen haben, beziehungsweise in den letzten 2 Jahren jeweils 200.000 Dollar im Jahr verdient haben. Ja? Und eins dieser Unternehmen, das so ein Finanzinstrument zur Verfügung stellt, ist Endotech. Ja, jetzt fragt ihr euch bestimmt, naja, ich bin kein akkreditierter Investor, also was hat dieses Thema mit mir zu tun? Ja? Zu diesem Thema kommen wir etwas später. Und zwar wird es einen Weg geben, auch für einen Privatanleger hier zu partizipieren. Aber bevor wir dazu kommen, noch ein paar Worte zu Endotech selbst. Das ist die offizielle Homepage, endotech.io. Und was dieses Unternehmen macht, ist, also die nennen das Actionable Intelligence for Fintech. Das heißt, hier geht es um eine künstliche Intelligenz, die Fintech-Unternehmen hilft, ihr Vermögen, beziehungsweise, also jetzt ist es nur Kryptowährung, in Zukunft werden es auch Fremdwährungen sein und Aktien. Aber heute stellen die künstliche Intelligenz zur Verfügung, die dabei hilft, Kryptowährungen zu vermehren. Ja. Und zwar haben sie einen Algorithmus entwickelt, was automatischen Handel auf verschiedenen Kryptowährungsbörsen ja, vollzieht. Und zwar seht ihr hier die ganzen Kryptowährungsbörsen, die genutzt werden können. Das heißt, Endotech verbindet sich über eine API-Schnittstelle mit dem Account, mit dem Börsen-Account vom Kunden und vollzieht bestimmte Transaktionen, ja? Kauf und Verkauf von Kryptowährungen. Wer steckt hinter Endotech? Also die zwei Gründer, also Co-Founder, sind Dr. Anna Becker und Dmitri Gushin. Und beide haben einen sehr beeindruckenden Lebenslauf, vor allem Dr. Anna Becker. Sie hat mit 19 Jahren eine Gleichung gelöst, eine mathematische Gleichung gelöst, die 30 Jahre ungelöst war. Ja. Und das hat ihr einen Professortitel an der lokalen Universität beschert. Ja. Und sie hat einen Doktortitel in künstlicher Intelligenz von der Universität Technion. Also sie selbst ist aus Israel, so wie ihr Partner Dmitri. Und ja, Dmitri hat 15 Jahre Erfahrung im Bereich Algo-Trading. Oh, er hat auch einen gewissen Marketingbezug. Also Anna ist eher so der Techniker, ja. Sie ist eher so der Wissenschaftler und Dmitri ist ja, beschäftigt sich mit dem Marketing. Außerdem ist er ein Schach-Großmeister, so steht es hier, und hat einen Abschluss in Astrophysik von der Uni in Tel Aviv. Okay. Es gibt noch weitere Mitglieder des Teams und das Ganze hat 2012 angefangen, also das Unternehmen wurde 2012
gegründet von Anna Becker. Und sie hat übrigens schon andere Unternehmen vorher geleitet. Ja, sie hatte zum Beispiel hier Strategy Runner, das war ein Fintech-Unternehmen, das sie gegründet hat und wieder verkauft hat. In 2017, meine ich. Und ja, für mehrere Millionen Euro. Das heißt, sie ist nicht nur Wissenschaftler, sie ist auch ein erfolgreicher Unternehmer. Ja. Also das Unternehmen wurde 2012 gegründet, allerdings findet dieses AI-Trading bzw. der Handel basierend auf künstlicher Intelligenz seit 1006 Tagen statt. Ja. Und es wurden 2 Terabyte Daten analysiert, wie ihr sehen könnt. Ja. Ja, es gibt verschiedene Trading- oder Handelsstrategien und über die werden wir kurz sprechen. Ich gehe mal kurz auf Portfolio. So, insgesamt gibt es 6 Strategien. Einmal Alpha, Version 1.6 Majors, Beta. Also es gibt immer jeweils Alpha und Beta. Und wir sprechen jetzt mal über die Einzelheiten. Ich gehe mal auf Performance, ja, wenn es klappt, ja. Und wir sehen uns einmal an, was dieses Portfolio bzw. diese Strategie macht. Also hier werden Long- und Short-Positionen eingestellt. Das heißt, Long ist kaufen, Short ist verkaufen, das wisst ihr wahrscheinlich alle. Und ja, die Empfehlung hier ist mindestens 20.000 Dollar zu investieren. Also die Mindestinvestition hier ist zwischen, ja, fängt bei 125.000 an für alle Portfolios. Allerdings ist die Empfehlung, dass man das Geld auf alle 6 Strategien aufteilt. Ja. Und in dieser speziellen Strategie, das ist die Alpha Majors, ist die Empfehlung 20.000. Ja. So, hier sehen wir die durchschnittlichen historischen Ergebnisse. Also jährlich können hier bis zu 273% realisiert werden. Also wir können hier diesen Rechner benutzen und einmal schauen, was es in 2019 war. Ich fange mal jetzt mit Januar an, bis Dezember. Genau, mit 20.000 Dollar hätten wir 38.000 Dollar verdienen können in 2019. Okay, das sind 191%. Natürlich gibt es hier auch Gebühren. Also man zahlt eine 15% Gebühr, um hier überhaupt teilzunehmen. Und man gibt 50% der Profite ab an Endotech. Ja, ich meine, das Unternehmen macht das ja das Ganze nicht kostenlos. Ja, sie wollen auch Geld damit verdienen. Und was man hier sieht, was ganz interessant ist, es gibt Monate, in denen Geld verdient wurde. Ja, es gibt aber auch Monate, in denen Geld verloren wurde. Ja. Also 16 Monate waren wir im Plus und 7 Monate im Minus. Aber insgesamt natürlich im Plus. Das heißt, ja gut, so ist eben das echte Handeln. Ja. Es gibt Gewinne, es gibt Verluste, klar, aber wenn man unterm Strich ein positives Ergebnis hat, dann ist das, ja, ist das sehr gut. Und man kann sich hier die Historie anschauen. Man kann sich anschauen, welche Trades jetzt ausgeführt wurden. Ja. Also man kann hier sehen, am 26. November 2020 wurde Bitcoin verkauft. Na gut, erstmal natürlich gekauft und dann verkauft. Hier wurde ein kleiner Verlust realisiert, wie ihr sehen könnt. Aber es gibt natürlich auch Trades, die erfolgreich waren. Ja. Und ja, das Verhältnis von erfolgreichen zu nicht erfolgreichen Trades ist offensichtlich positiv und deswegen gibt es hier auch positive Ergebnisse. Ja, diese 2 Strategien, die gibt es schon länger. Die gibt es seit ich meine, also man kann es ja hier sehen in dem Rechner. Man kann bis 2019 zurück, ja. Es gibt aber auch neue Strategien. Hier zum Beispiel diese Leverage. Leverage ist ein Hebel, wenn ihr
euch vielleicht damit auskennt. Das heißt, hier handelt man mit einem Hebel. Und Hebel 10 bedeutet im Grunde, dass man sein Vermögen halt 10-mal schneller vermehrt als das tatsächliche Asset. Ja? Ja, Nachteil ist, dass auch die Verluste 10-mal schneller ja, stattfinden. Und ja, ich meine, das ist ein High Risk, ein Hochrisiko, eine Hochrisikostrategie. Die gibt es auch nicht lange, die gibt es seit September. Und hier können auch ganz andere ja, Ergebnisse erzielt werden. Ihr seht, bis zu oder mehr als 2000% im Jahr. Gut, man muss es auch mit Vorsicht genießen, weil die letzten 3 Monate hat Bitcoin und Ethereum richtig zugelegt. Und wenn man das Ganze mit einem Hebel kombiniert, dann kann man natürlich richtig, richtig viel Geld verdienen. Ja. Und sie hatten hier 2 Monate ja, ein positives Ergebnis und 1 Monat ein negatives Ergebnis. Ja. Und ja, ich meine, das ist alles öffentlich zugänglich. Ihr könnt mit dem Rechner ein bisschen rumspielen und gucken, was denn hier alles gemacht wurde, weil die Historie ist nachvollziehbar. Kann man hier alles nachlesen. Also hier wurde eine Long-Position eröffnet ja, mit knapp 18 oder knapp unter 18.000 wurde gekauft, mit 18.5 wurde verkauft. Und das Ganze mit einem Hebel kombiniert ist natürlich ein ziemlich satter Gewinn. Ja. Also genau. Und ja, ich kenne Leute, die jetzt über die API-Schnittstelle mit dem Bot verbunden sind. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, die sind momentan ziemlich glücklich, was jetzt die Ergebnisse anbetrifft. So. Ja, also wie gesagt, man muss akkreditierter Investor sein oder institutioneller Investor sein, um hier teilzunehmen, weil die Mindesteinlage ist doch schon enorm für Otto-Normalverbraucher. Und genau, wie das Ganze funktioniert, man wird sich, ja, man erstellt einen Account auf Binance, ja, man eröffnet ein Futures-Konto und erstellt sogenannte API-Keys. Application Programming Interface Schlüssel, die man dann Endotech zur Verfügung stellt. Die verbinden sich dann mit dem Konto, mit dem Binance-Konto. Es kann auch Kraken oder Bitfinex sein und handeln auf eurem Account, auf eurem Konto quasi. Ja? Und ihr seht, das Häkchen Enable Withdrawals ist nicht gesetzt. Das heißt, sie könnten das Geld gar nicht auszahlen. Ja? Sie können damit handeln, Sie können aber nicht drüber verfügen. Ja? Und genau, so ist das Ganze, so funktioniert das Ganze. Hier gibt es auch einen Blog, wo ihr nachlesen könnt, was bisher alles geschehen ist. Und ja, welche Ereignisse stattgefunden haben. Hier können wir zum Beispiel einen Artikel lesen, in dem Anna Becker von einem sehr großen KI-Influencer oder künstliche Intelligenz-Influencer erwähnt wurde. Ja. Und genau, also es gibt, sie hat einen, ja, wie soll ich das sagen, sie hat einen virtuellen Fußabdruck, wenn man so schön sagt. Ich könnte sie auch hier auf LinkedIn, könnt ihr ihren Werdegang nachverfolgen. Ja. Das ist die Uni, an der sie studiert hat. Das hat sie alles bisher gemacht, ja. Und ja, genau. So, wie könnt ihr nun davon profitieren? Ich meine, ihr seid höchstwahrscheinlich kein akkreditierter Investor und habt nicht zufällig 1 Million Dollar auf der Kante. Ganz einfach. Endotech wird ein sogenanntes Community-Projekt starten, ja. Und das Ganze soll ungefähr am 15. Dezember live gehen. Und dazu haben wir schon einen Artikel hier auf Englisch geschrieben. Den wird es auch auf Deutsch geben. Und zwar wird es eine Kombination aus Crowdfunding und passivem Einkommen aus dem Kryptowährungshandel sein. Ja? Das heißt, 50%
der Einlage werden für das Trading verwendet und 50% gehen in das Crowdfunding. Das heißt, hier können wir Teilhaber von Endotech werden. 5% des Unternehmens werden unter den Teilnehmern von Daisy Global aufgeteilt. Ja? Und weitere 5% werden unter den Führungskräften aufgeteilt, die das Ganze hier promoten werden. Das heißt, wir haben hier ein Empfehlungsmarketing dahinter, wo wir die Möglichkeit haben, Empfehlungsprovisionen zu verdienen. Und ja, alle Führungskräfte, die jetzt hier teilnehmen und das Ganze voranbringen, bekommen auch einen Teil der Aktien. Ja. Gut, das werden sogenannte Optionen sein, ja, die man dann geltend machen kann, sobald das Unternehmen an der Börse gelistet ist. Also sie planen Ende 2021 an die australische Börse zu gehen. Und ja, sobald dieses Unternehmen dann öffentlich handelbar ist, könnt ihr eure Optionen geltend machen und könnt dann Aktien von Endotech besitzen. Ja. Das Ganze wird über einen Smart Contract gemanagt. Der läuft dann auf Tron. Ja, Tron ist ja eine Kryptowährung, die sehr schnell ist und sehr günstig ist, was die Transaktionen anbetrifft. Viel günstiger als Ethereum. Ja. Und das Ganze wird komplett automatisiert sein. Das heißt, alle Kommissionen, alle Einlagen, wirklich alles wird komplett automatisiert sein. Der Smart Contract, also der intelligente Vertrag, wird öffentlich sein. Das heißt, man kann alle Transaktionen nachvollziehen können. Und das Beste ist, man kann mit nur $100 einsteigen. Ja? Also man beginnt mit $100 und das größte Paket liegt bei, ich meine, bei, ja, 50. 50.000. Ja. Also wenn man jetzt alle 10 Pakete kauft, ist man bei $102.000. Ja. Und ja, das Ganze wird, also Crowdfunding wird dazu genutzt, diese Intelligenz, diesen Bot, ja, auf das nächste Level zu bringen. Also es geht hier um die Weiterentwicklung von dem Algorithmus, der von Endotech entwickelt wurde, und dafür benötigen sie 10 Millionen Dollar. Ja, das Ganze wird über Crowdfunding stattfinden. Das wird eine Matrix sein. 3 mal 10, das heißt, es wird 10 Ebenen geben. Erste Ebene 3, zweite 9, dritte 27 und so weiter. Und die erste ID, also die ganz oben steht, ja, das Konto, das ganz oben steht, das bekommt ja die ganzen Empfehlungsprovisionen, die generiert werden von der Matrix. Und dieses Geld, ja, dieses Geld wird dann dafür genutzt, um dieses Projekt weiterzuentwickeln. Ja. Ja, das heißt, wir haben hier ein einmaliges Businessmodell. Das ist eine Kombination aus Crowdfunding und passivem Einkommen vom Kryptowährungshandel. Ja. Und genau, anfangen können wir schon mit $100. Ja, ich meine, ich werde auch nicht viel mehr dazu erzählen, sonst wird das Meeting viel zu lang. Ja, es wird noch weitere Meetings geben, wo wir die ganzen Details besprechen. Es wird auch Meetings geben mit Anna Becker, wo wir sie persönlich kennenlernen können. Und ja, ich würde vorschlagen, wenn euch das Thema interessiert hat, ja, kommt in unsere Telegram-Gruppe. Da wird es auch viele Updates geben. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die da stellen. Ja. Und so bleibt ihr immer up to date. Und das Ganze soll am 15. Dezember starten. Also in knapp 2 Wochen. Alles klar. Also das war im Grunde alles, was ich euch heute mitteilen wollte. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und ja, wir bleiben in Verbindung. Bis dahin, schönen Tag und tschüss.